Ja, die Kollegin hat gut reden. Sonnenseite der Alpen, das sieht heute hier in Antholz ganz anders aus. Grüß Gott, liebe Zuschauer, zum Sprint der Männer. Aber die Sonnenseite, die haben wir zumindest gestern gehabt, was den Erfolg angeht. Denn Andrea Henkel hat die erste Podiumsplatzierung für die deutschen Frauen geschafft in einem Einzelwettbewerb. Im Sprint nämlich wurde sie Zweite hinter Anaïs Bescon, der Überraschungssiegerin aus Frankreich, und vor Daria Domracheva. Und damit schiebt sich Andrea Henkel in der Gesamtweltcup-Wertung als beste Deutsche auf Platz 10. Erste bleibt Gabriela Sokolova trotz ihres Pechs gestern und der Disqualifikation. Aber wenden wir uns dem Wetter zu. Und das tun wir mit Kathi Wilhelm, die heute die Mütze passend zum Schnee ausgewählt hat. Kathi, das ist über Nacht hier ganz schön zugeschneit. 10 cm schätze ich mal. Wie würdest du das bezeichnen als Wettkampfbedingung? Naja, also ich meine, es ist ja Winter und da wollen wir natürlich den Schnee auch haben und viele andere Regionen werden uns jetzt hier beneiden. Und so wie es aussieht, ist es auch noch okay für die Läufer. Es wurde nach dem Training der Frauen nochmal neu aufgefahren, der Schnee nochmal glatt gemacht, da es ja doch ziemlich geschneit hat. Aber es wird natürlich auch während des Rennens weiter schneien und dann muss man sehen, wie sich das auch auswirkt auf die Strecke und auf die späteren Starter. Aufgefahren heißt, es wird nochmal der neue Schnee abgetragen? Jetzt wird nochmal mit dem großen Gerät, mit dem richtigen Pistenbully drüber gefahren und praktisch auch der neue Schnee unter den alten drunter gemischt. Und das wird ein bisschen schwieriger vielleicht für die Techniker, weil die Bedingungen sich natürlich geändert haben. Aber ich denke, sie hatten genug Zeit, um sich da vorzubereiten. Aber es ist jetzt seit 2 Stunden relativ stabil. Es schneit einfach so durch und es wird sich wahrscheinlich auch während des Rennens nichts ändern. Ein Problem sicherlich bei der Schneelage ist die Sicht. Ja, an den Scheiben sieht es bisher noch gut aus, aber vor allen Dingen, man muss ja auch laufen und dann in den Abfahrten ist das ja auch immer so ein bisschen ein Problem mit den Brillen dann, dass man sich ja die Augen schützen will vor dem Schnee. Aber man sieht hier, es gibt so die verschiedenen Varianten, das Schneeschild oder auch hier die etwas größeren Brillen, aber man muss halt auch ständig wischen. Man sieht hier, es sammelt sich dann natürlich auch Schnee drauf an. Und ja, da wird es interessant, wie der ein oder andere dann auch damit dann umgeht. Aber selbst auch die ganz normalen Sonnenbrillen werden heute wieder getragen. Was hast du damals bevorzugt bei solchen Bedingungen? Ich kam mit dem Schneeschild nicht so gut klar, weil es hat mich beim Schießen ein bisschen gestört. Und deswegen habe ich auch die Brille vorgezogen. Und wir haben uns dann auch manchmal so überlegt, wir geben die Brille schnell vorm Schießstand ab an einen Betreuer, der wischt die uns sauber. Und nach dem Schießstand kommt dann die nächste Übergabe und dann bekommen wir sie trocken wieder. Das ist also erlaubt, ja? Ja, es muss natürlich vor dem Schießstand passieren, weil wir auf dem Schießstand ja nichts liegen lassen dürfen und auch nichts wieder bekommen dürfen. Aber das hat man dann vorher mit dem Physio abgeredet und dann hat das geklappt. Und wir haben eben gesehen, es gibt auch farbige Gläser. Machen die so ein bisschen eine bessere Stimmung? Wird das alles hier so ein bisschen künstlich die Sonnenlicht getaucht? Ja, sozusagen. Ja, ja. Es ist so ein bisschen, dass manche Farben den Kontrast verstärken. Und das ist gerade beim Schneefall sehr wichtig, wenn man erkennt dann die Konturen nicht. Und dann muss man auch aufpassen, dass man vielleicht nicht aus Versehen von der Strecke wegkommt, wo es schon ein bisschen flach getreten ist. Aber da ist auch jeder Sportler anders, unterschiedlich. Gelb soll eigentlich funktionieren, das hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich habe so diese rote Farbe lieber gemocht. Und heute ganz ohne, da haben wir den besten Durchblick. Und wir wollen uns den deutschen Männern zuwenden, liebe Zuschauer. 6 sind am Start und alle sind sie bereits qualifiziert. Jörg Klawitter stellt ihnen vor, 6 Deutsche, 6 Profile. Die 6 Biathlon-Startplätze für Olympia sind verteilt. Schemp, Peiffer, Stefan, Lesser, Böhm und Birnbacher werden Deutschland in Sotschi vertreten. Ich glaube schon, dass wir in der Form eine sehr, sehr starke Mannschaft haben. Wir haben jetzt zwar nicht die Podiumsplätze bis jetzt vorne erreicht, auch nicht die Top-6-Plätze, da haben wir noch nicht so viel, aber trotzdem, nichtsdestotrotz arbeiten wir konsequent weiter und darum sind einfach die Wettkämpfe jetzt sehr, sehr wichtig. Die großen Siege fehlen in dieser Saison. Mal klappt es beim Schießen nicht, mal laufen sie zu langsam. Eine Einzelmedaille wäre bei den kommenden Olympischen Spielen eine Überraschung. Doch unter die besten 10 können sie alle laufen. Und so wünschen sich die deutschen Biathleten für Antholz noch einmal ein gutes Ergebnis. Möglichst den langersehnten Podiumsplatz. Ich glaube, für den Kopf wäre es natürlich wichtig. Und mit einem guten Ergebnis dann in so eine Vorbereitung zu gehen, ändert einiges. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir es jetzt auch wieder zusammenbringen hier in Antholz. Und wir haben ein schlagkräftiges Team und irgendeiner wird schon durchkommen. Und dann schauen wir mal. Also ich glaube, dass die Basis erstmal stimmt. In der Staffel lief es zuletzt deutlich besser. Den ersten Saisonsieg in Ruhpolding knapp verpasst, ist der Olympiaplatz im Team auch eine große Motivation für den heutigen Sprint. Denn die Chance auf eine Medaille ist nirgends größer als in der Staffel. Da können allerdings nur 4 der 6 dabei sein. Ein guter Grund, auch heute in Antholz Gas zu geben.
Ja, wenn denn die Bedingungen mitmachen, das ist heute ein bisschen tricky, Kathi. Das haben wir ja schon gesagt. Wenn man sich die Startgruppen und die Startnummern, die Startreihenfolge anschaut, dann kann man sich heute natürlich die Frage stellen, ist da richtig gepokert worden? Wir können uns vielleicht mal die Reihenfolge anschauen und du kannst das ein bisschen erläutern. Ja, gerne. Also es ist natürlich so, es war Schnee angesagt. Und der Daniel Böhm hat sich auch für die erste Startgruppe entschieden. Er hatte ja die Möglichkeit, sich auszuwählen. Auch der Andi Birnbacher mit der 14 und der 15, sehr früh ins Rennen gehen sie. Ann Pfeiffer mit der 27. Ja, und Simon hat sich mehr für nach hinten orientiert mit der 61, wo natürlich dann ein paar Leute schon drüber sind über die Strecke. Also es könnte auch ein Vorteil sein, heute weiter hinten zu laufen. Christoph Stefan mit der 79 und Erik Lesser als unser letzter deutscher Starter mit der 90 sehr spät im Rennen. Aber ich denke mal, dass es heute nicht unbedingt ein Nachteil sein wird. Und auch vorne muss es nicht unbedingt schlechter sein, weil jetzt ja auch schon sehr viele trainieren und es schneit ja schon sehr lange. Also die Strecke ist die ganze Zeit, wird die ganze Zeit belaufen und damit dürfte auch der erste nicht unbedingt der Schneepflug sein. Wir haben ja gestern bei den deutschen Frauen gesehen, es geht aufwärts, auch was die Einzelplatzierungen angeht. Bei den Männern hatte Erik Lesser vor Weihnachten auch einen zweiten Platz in der Verfolgung in Frankreich. Wem traust du heute am meisten zu? Simon hatte in Ruhpolding zumindest die besten Einzelergebnisse. Ja, der Simon, denke ich, ist schon heute auch ein guter Kandidat, aber ich setze auch ein bisschen auf den Christoph Stefan, weil er läuferisch, möchte ich sagen, neben Andi Birnbacher unser stärkster zurzeit ist. Und wenn die beiden auch gut am Schießstand durchkommen, dann ist auch bei denen wirklich viel, viel drin. Und der Andi zum Beispiel noch als nächster Kandidat hat einen sehr guten Verfolger gemacht in Ruhpolding. Und er möchte schon noch mal ein bisschen Selbstvertrauen auch holen für Olympia. Und für Christoph Stefan ein gutes Pflaster hier in Antolz, ne? Genau, er hat hier seinen ersten und glaube ich auch einzigen Weltcup-Sieg geholt. Ja, es war allerdings ein Massenstart, aber wegen mir kann er das heute im Sprint auch unter Beweis stellen. Aus den Top 5 des Gesamtweltcups sind drei nicht da. Kein Svensson, kein Bö, auch kein Ustjugov. Bjørndalen ist aber da als Norweger. Eder ist da. Die wollen ein bisschen pausieren. Haben einen anderen Rhythmus vor Olympia sich auferlegt? Jede Mannschaft überlegt natürlich, wie man die Olympischen Spiele am besten vorbereitet. Zum Beispiel die Deutschen haben sich entschieden, wir lassen keine Weltcups aus. Es ist danach noch genug Zeit, sich vorzubereiten. Wir können noch mal ins Trainingslager fahren. Die Norweger größtenteils waren eben der Meinung, wir lassen Antolz aus. Das ist aber eine sehr lange Wettkampfpause. Das muss man natürlich auch beachten. Und Ole Einer hat den anderen Weg gewählt. Er hat Ruhpolding ausgelassen und ist eben jetzt hier da. Er fühlt sich wahrscheinlich auch ganz wohl hier in Antolz. Das muss jeder für sich entscheiden. Es ist natürlich noch mal eine Generalprobe auf der gleichen Höhe wie dann auch in Sotschi. Ja, das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen. Wahrnehmen muss man die Chancen bei jedem Wetter. Christian Dexner ist im Stadion unterwegs. Christian. Ja, Micha, ich bin hier direkt hinter dem Starthäuschen und hier steht dann auch die offizielle Startuhr mit der offiziellen Zeit. Und dann hier sieht man, wer als nächster startet. Natürlich die Nummer 001, also die Nummer 1. Und das ist wichtig, diese Uhr als Orientierung für die Athleten, die sich hier im Aufwärmbereich befinden. Das ist ein Areal ungefähr so groß wie ein Tennisplatz. Im Moment natürlich wie ein sehr, sehr verschneiter Tennisplatz. Und da hat jede Nation dann so einen Gewehrständer, auf dem die Gewehre und die Ski dann schon bereitstehen. Die großen Nationen haben einen eigenen, die kleinen Nationen, die nicht so viele Starter haben, die teilen sich diese Ständer. Und da gibt es natürlich auch einen Ständer für die deutsche Mannschaft. Da ist Daniel Böhm eben angesprochen schon da, im Gespräch mit dem Mannschaftsarzt, mit Klaus Marquardt, den wir kurz zu uns bitten, der ja hier nicht nur Mannschaftsarzt, sondern auch in betreuender Funktion unterwegs ist. Daniel Böhm ist schon da. Wie früh tauchen denn die Sportler hier immer auf, bevor sie tatsächlich ins Rennen gehen? Jeder Sportler hat so sein eigenes Ritual, seinen Aufgalopp zu gestalten. Also so 5 Minuten, 10 Minuten vorm Ziel, vorm Start, um sich dann adäquat auch nochmal warm zu machen. Letzte Maßnahmen, mobilisierende Maßnahmen. Wie gesagt, jeder hat da so sein eigenes System, vielleicht mal einen lockeren Spruch. Und unsere Aufgabe ist es halt hier, das Ganze beisammen zu halten und die Jungs dann möglichst motiviert sind, sie alle halt an den Start zu bringen. Genau, wir sehen den Daniel hier natürlich noch mit Jacke und Hose zusätzlich zum Rennanzug. Wo kommen denn die Sachen dann hin? Ja, der Veranstalter hat hier, wie man sieht, diese Tüten rausgegeben. Und durch das Organisationskomitee wird das dann eingesammelt und zum Ziel dann rübergetragen. Weil ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Sportler sich hinterher sofort umziehen können, um Infektionsprophylaxe zu betreiben. Und das ist, wie gesagt, wichtig, aus den nassen Rennklamotten in warme
warme Trainingsbekleidung reinzukommen. Ne? Genau, wir können das vielleicht noch ganz kurz zum Schluss zeigen, Steven, hier unten. Das sind diese Tüten, wo dann die Sachen drin sind und die werden dann eben von Helfern zum Ziel gebracht, damit dann eben alle wieder schön schnell wieder warm sind. Heute natürlich besonders wichtig. Und jetzt gucke ich mal auf die Uhr da hinten. 14.47 Uhr und 47 Sekunden, also keine 3 Minuten mehr, bis es losgeht. Danke, Christian. Kriegen wir hin. So eine Tüte könnten wir im Übrigen auch gebrauchen, um die Klamotten anschließend zu trocknen. Martin Fourcade, der große Franzose mit Startnummer 46 heute. Er ist der dominierende Mann auch in diesem Winter wieder. Was traust du ihm heute bei den Bedingungen zu? Der läuft bei Wind und Wetter, ne? Ach, den stört das nicht. Und so muss es auch sein, dass die Top-Leute sich eben auch von solchen schlechten Wetter nicht beeinflussen lassen. Und er hat die letzte Woche hier schon trainiert, während die anderen in Ruppolding waren. Also er kennt die Strecke in- und auswendig und hat sich natürlich auch schon an die Höhe angepasst. Und er möchte schon den Norwegern wieder den ein oder anderen, die ein oder andere Niederlage hier bescheren. Trotzdem nochmal, wenn man morgens aufsteht, aus dem Fenster schaut als Biathlet und sieht, eieiei, Neuschnee, das ist eigentlich nicht so mein Ding, weil ich weiß das aus den letzten Jahren schon, das muss doch schwierig sein. Ja, aber dann gilt es einfach trotzdem, den Hebel umzulegen und es kann sich dann auch mal wenden. Also auch ich habe das erlebt. Und man wird plötzlich doch zu einem Läufer oder gewinnt da mal ein Rennen, wo man eigentlich gar nicht so die Vorlieben für hatte. Und manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man gar nicht so viel erwartet, weil vielleicht heute nicht die Bedingungen für einen selber sind. Aber es ist wichtig, sich dann einfach trotzdem darauf zu konzentrieren, alles zu machen, wie ganz normal bei normalem Wetter. Vielleicht heute nochmal sich vorher umzuziehen, weil die Sachen natürlich schon nass werden. Vor allen Dingen die Handschuhe sind immer so ein bisschen ein Problem. Aber dann geht's los wie bei jedem anderen Rennen auch. Wir sind gespannt, wer heute am besten klarkommt mit diesen Bedingungen, mit dem Schnee auf der Strecke, mit dem Schnee am Schießstand. Der Sprint der Männer hier in Antholz mit Wilfried Haag. Jetzt warm anziehen. Biathlon im Ersten wird präsentiert von Erdinger alkoholfrei. Ein herzliches Willkommen also zum letzten Sprint vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi. In 3 Wochen geht's los. Wir haben es schon einige Male angedeutet. Viel Spaß im frischen Schnee hat das Maskottchen, das allseits beliebte mit dem Namen Bumsi, abgeleitet vom Bum-Bum-Bum-Geräusch am Schießstand. Und hier Dr. Marquardt mit den letzten Lockerungsübungen für Andy Birnbacher, dem ich heute eine ganze Menge zutraue. Gestatten, Bond. James Bond, der Spion, der Biathlon liebte. Dieser Mann ist es gewesen vor knapp einem Jahr. Simon Fourcade. In dem kleinen, netten Filmchen, was die Biathleten am Ende der letzten Saison gedreht hatten, da spielte er die Hauptfigur, James Bond. Von dessen Treffsicherheit ist er momentan ein ganzes Stückchen entfernt und auch von der seines Bruders. Simon also heute der Spurbob. Der muss hier den Schneepflug geben. Aus norwegischer Sicht, bis auf Ole Einar Bjørndalen, ein B-Team dabei, aber keineswegs ein schlechtes. Das einer der Ältesten heute am Start, Janis Maric, 38 Jahre alt, aus Slowenien. Vor 12 Jahren gelang ihm sein bislang einziger Weltcup-Erfolg. Es war ein 20-Kilometer-Rennen in Östersund. Sagt schon, der Mann ist ein guter Schütze, wird es heute schwer haben, denn läuferisch ist er nicht so gut drauf wie die Besten der Besten. 30 Sekunden die Startabstände bei Sprints. Insgesamt sind heute etwa 100 Starter mit dabei. Ganz genau weiß man es nicht, denn einige haben verzichtet. Es grassiert hier eine Erkältungswelle. Carl-Johan Bergmann, der Schwede zum Beispiel, hat kurzfristig abgesagt. Auch 2 der Amerikaner. Denen hier macht es überhaupt nichts aus. Sehr zur Freude der vielen Zuschauer, die hier schon am Freitagnachmittag dabei sind. Das ist einer der jungen Tschechen, Tomáš Krupčík, ist in letzter Sekunde auf den Olympiazug aufgesprungen, weil der Oldtimer Zdeněk Vítek heute beschlossen hat, er beendet die Saison und wahrscheinlich auch seine Karriere. Der Rücken zwackt, es geht wirklich nicht. Das ist natürlich bitter vor einem Highlight wie Olympia. Gut für den einen, schlecht für den anderen. Und er hier in seinem Revier, Ole Einar Bjørndalen, hier in Antholz, hat er so oft gewonnen wie nirgendwo anders. 16 Mal erfolgreich. Ein Wahnsinn. 90% aller Biathleten schaffen das in ihrer ganzen Karriere nicht insgesamt.
Unterwegs ist Jewgeni Garanichev, einer der Anwärter auf die ersten drei Plätze am heutigen Tag, würde ich mal sagen, gemessen an der Form zuletzt aus Ruppolding. Dritter dort in der Verfolgung, kleiner, quirliger Mann mit hoher Frequenz. Dem wird der Neuschnee nicht ganz so viel ausmachen wie den schweren Kerlen. So, das ist einer aus dem Team Fischabfall. Alexander Us hat in der Vorbereitung viel gemeinsam trainiert mit Lars Berger und Michael Rösch, waren gemeinsam in den Pyrenäen. Er kam genauso wie Michael Rösch nicht in sein Team hinein. Muss bei den Norwegern auch in Sochi zuschauen, Alexander Us. Das Team ist stark, ist sehr stark und hat auch reichlich Schlachtenbummler mit dabei. Das ist Claudio Böckli, einer aus dem Schweizer Team, einer, der nicht Vollzeit-Biathlet ist, der nebenbei aushilft in der Werkstatt seines Vaters. Der hat eine Tischlerei, nöbelt alte Antiquitäten auf. Und Uleiner, der einzige aus der A-Mannschaft Norwegens, der einzige der Olympia-Qualifizierten, der hier heute mit dabei ist. Hat ja jahrelang ganz in der Nähe in Toblach seine Freundin bzw. Frau gehabt, in Obertiljach seinen Lebensmittelpunkt. Also der fühlt sich hier pudelwohl. Matej Kazar aus der Slowakei ist unterwegs. Ja, irgendwie haben die Ersten dann doch mit Zitronen gehandelt. Ein paar Nachteile gibt es dann schon bei diesem Neuschnee. Sie sorgen dafür, dass wer ein bisschen breit gelaufen wird, die mit den etwas höheren Startnummern, glaube ich, leicht im Vorteil. Daniel Böhm mit der 14 hat die letzte Startnummer der ersten Startgruppe. Der Reihenfolge im Gesamtweltcup entsprechend dürfen die Athleten wählen. Die ersten 15 sowieso und er gehört dazu. Er ist im Moment auf Rang 15. Also Stand heute dürfte Daniel Böhm auch im olympischen Massenstart mitmischen, denn da sind die besten 15 gesetzt. Die besten 15 nach dem morgigen Verfolgungswettkampf wohlgemerkt. Simon Foucault, 2010 hier in Antholz schlüpfte er zum ersten Mal ins gelbe Trikot, deutlich vor seinem Bruder, vor Martin, dem heute deutlich erfolgreicher. Der Stimmung tut das Wetter keinen Abbruch, auch wenn es nicht das typische Antholzer Wetter ist, auf das sich eigentlich alle freuen, die hier anreisen. Normalerweise kann man die Uhr nachstellen, Sonnenschein, 5 Grad plus, nachts Frost. Ein Meter Schnee, klasse Essen am Abend, super Stimmung im Stadion. Rundherum die 3000er, die heute von Wolken verhüllt sind. Also Antholz mal von einer anderen, auch von einer sehr interessanten Seite. Die Österreicher fast traditionell sehr stark hier in der Höhe von Antholz. Falls Sie das erste Mal unsere Zuschauer sind, diese Strecken sind die höchstgelegenen im gesamten Weltcup überhaupt. Bis zum höchsten Punkt geht es rauf auf 1650 Meter. Auch für die beiden Deutschen, die hier im Abstand von 30 Sekunden nacheinander dran sind. Mit der 14 Daniel Böhm und mit der 15 Andi Birnbacher. Magnus Jonsson. Einer der etwas schwächeren Schweden und wie erwähnt, Karl-Johan Bergmann hat heute Morgen trainiert, als die Frauen dran waren mit dem Training. Er wäre fit, er könnte laufen, will aber auf Nummer sicher gehen, um bei Olympia dann richtig gut in Form zu sein. Für alle natürlich das große Highlight in diesem Winter, die Olympischen Spiele in Sochi. Auch für Michael Klitscherow, den Bulgaren. Jewgeni Garanichev hier mit neuer Bestleistung, gewann in seiner Karriere ein Weltcuprennen, das war auch ein Sprint. Mittlerweile knapp 2 Jahre her, es war in Oslo. So, wir sind beim ersten Deutschen des heutigen Tages, das ist Daniel Böhm, der gleich zum Auftakt dieses Biathlon-Winters im schwedischen Östersund sein bestes Resultat schaffte. War damals Fünfter über 20 Kilometer, hatte also relativ schnell das Sochi-Ticket in der Tasche. War dann im Dezember vor Weihnachten krank. Mittlerweile wieder auf dem Wege der Besserung. Zuletzt in Ruppolding stärkster Läufer des deutschen Teams. Und Andi Birnbacher dort mit einer ganz, ganz starken Vorstellung. Im neuen Jahr in Oberhof, nämlich als er Massenstart Vierter wurde.
Sie hören es schon raus, der eine Fünfter, der andere Vierter. Die Podiumsplätze, die fehlen noch so ein bisschen im deutschen Team. Einen haben die Männer bisher geschafft mit Erik Lesser, einen die Frauen gestern mit Andrea Henkel. Aber Andi Birnbacher ganz klar auf dem aufsteigenden Ast nach einer Verletzung im Sommer und Erkältung zu Beginn der Saison, jetzt allmählich in olympischer Form. So, und er hier startet zum Familienduell. Tim Berg, langjähriger Freund, Lebensgefährte von Andrea Henkel, die gestern Zweite wurde. Das wird eine schwere Aufgabe für den Amerikaner, der in Lake Placid zu Hause ist. Simon Foucault, der Erste, der seine knapp 3,3 Kilometer Runde absolviert hat und zum ersten Schießen kommt. Die Schießmatten, rund 2,5 Meter breit, werden hier unentwegt vom Schnee gesäubert. Sie sehen das im Hintergrund. Fast 900 Helfer insgesamt sind hier damit beschäftigt, beste Bedingungen für die Biathleten zu schaffen. Im Vorwege schon Streckenpräparation, Parkplatzbewachung, Schießstandherrichtung. Simon Foucault. Der Junge schießt von der anderen Seite. Oder der Kameramann hatte die falschen Scheiben. Simon Foucault jedenfalls hat alles getroffen. Zuletzt mit ebenfalls deutlich ansteigender Formkurve in Ruppolding, Siebter und Fünfter. Und er will natürlich es seinem Bruder gleich tun, will einen Podiumsplatz anpeilen. Das ist keineswegs utopisch. Sie sind sogar beide gemeinsam schon einmal auf dem Podest gewesen im tschechischen Nové Město. So, und das hier ist Jakub Fak, der beste Slowene der letzten Jahre. Und er hat sich erst ganz spät, nämlich erst nach dem Anschießen, entschieden, heute zu starten. Dem ging es in der Woche richtig dreckig. Am Mittwoch hat er sich permanent übergeben, musste ins Krankenhaus. Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Erst einmal Tobias Eberhardt beim Schießen. Fast gelungener Einstand. Remo Krug sehr optimistisch gestern vor diesem Rennen hier. Seine Jungs in der Höhe fast immer gut und alle mit wirklich guter Form im Moment. Mesotic, Landertinger, Suhmann, alle mit guten Karten am heutigen Tag. Und auch Arne Pfeiffer haben wir vorhin ja gesehen und gehört, schaut dem heutigen Rennen optimistisch entgegen. Ist ja ohnehin einer, der ständig fröhlich in die Zukunft schaut, auch wenn dieses Jahr noch nicht seines ist und war. Würde mich interessieren, was er in diesen Tagen in sein Trainingsbuch schreibt. Das macht er sehr akribisch, per Hand und per Laptop. Wertet das ständig mit seinen Trainern aus, sein Heimtrainer, Trainer ja Marc Kirchen. Ja, nicht nur wegen dieser beiden Fehler von Garanicev ahnen wir, ob des ständig anhaltenden Schneefalls, dass es nicht ganz leicht ist heute am Schießstand. Währenddessen hier Ole Einar Bjørndalen mit Jubel und Applaus auf die Strecke verabschiedet wird. Der Erste aus seinem Team, einer der Linksschützen wie Lowell Bailey oder Simon Eder. Sieht immer ein bisschen ungewohnt aus für den Rechtshänder Alexander Uus. Sehr gut geschossen, Roger Grüben, früher mal Privattrainer von Ole Einar Bjørndalen, jetzt am Glas für die gesamte norwegische Mannschaft. Alexander Uus ja bei weitem kein unbeschriebenes Blatt, war schon dreimal Zweiter und viermal Dritter im Weltcup in den vergangenen Jahren und dennoch in diesem Jahr in Sochi muss er zuschauen. Komfortabler da die Situation für Daniel Böhm, der ist dabei und wird ganz bestimmt auch Start Einsätze bekommen dort. In der Staffel ist noch alles offen, aber durch sein starkes Schützentum in diesem Jahr dürfte er fast einen Platz auf dem 20 Kilometer Abschnitt sicher haben. Bravo Daniel, jawohl, super. 5 auf 1 haben Garanicev, 5 auf 1, hopp, hey, hopp. Ja,
Anichev, das haben wir eben gesehen, hat mittlerweile zwei Fehler geschossen. 5 Sekunden dahinter in der Angangszeit Daniel Böhm. Wir schauen auf einen Italiener, einen der wenigen Nicht-Südtiroler, die hier aufgeboten sind, auf Christian De Lorenzi. Sehr guter Schütze in Bormio zu Hause. Einmal Top 10 in diesem Winter. Zingerle, der Mann am Fernglas bei den Italienern, und Arne Pfeiffer am Start. Einer, der sich auf der Sprintstrecke ja wohl fühlt wie nirgendwo anders. Wir erinnern uns an seinen Einstieg vor 5 Jahren. In Oberhof fing alles an. Da wurde er auf Anhieb Siebenter und qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft. Das ist der nächste der Linksschützen hier, Lowell Bailey. Stimmungskanone der Amerikaner, Mandolinespieler. Und ein guter Schütze. Ja, sehr gut. Bislang beste Zwischenzeit. Vielleicht ein bisschen auch motiviert durch den großen Auftritt von Susan Dunkley gestern, die nur hauchdünn am Podium vorbeischrammte. 6 Zehntelsekunden hinter Daria Domracheva. Ja, ein neuer Spitzenreiter nach dem ersten Schießen hier. Lowell Bailey, der Amerikaner, befreundet mit Tim Burke. Die beiden in Lake Placid zu Hause, nicht weit entfernt von der Eisschnelllaufhalle der Olympischen Spiele 1980 aufgewachsen. Dani Böhm hat sich in diesem Jahr festgesetzt im Weltcup-Team. Das war in den vergangenen Jahren durchaus nicht so. Deshalb weiß er seine Nominierungen auch zu schätzen. Ist durch alle Täler gegangen, die es gibt. So ein bisschen was wie ein Fahrstuhl-Biathlet gewesen. Dieses Jahr sehr beständig. Von der Krankheit ein bisschen geschüttelt und zurückgeworfen. Und dennoch im Weltcup Top 15. Kirchner, der Bundestrainer, auch sein Heimtrainer. Seit Sommer 2007 trainieren die beiden gemeinsam in Oberhof. Eieieiei, hat er enorm schnell geschossen, noch schneller als Bailey, und es war offenbar zu schnell. 2 Fehler, 2 Strafrunden also für Daniel Böhm, der bislang hier mit der schnellsten Zwischenzeit an den Schießstand kam. Jetzt allerdings Andreas Birnbacher, noch einen Ticken schneller. Ach, auch dieser letzte, der Verflixte, der so oft daneben geht. Wenn es so gut läuft in der Serie, hat man wahrscheinlich das Gefühl, alles ist im grünen Bereich oder besser gesagt im schwarzen, und dann doch diese Flüchtigkeitsfehler immer wieder beim 5. oder beim 10. Schuss. Also auch Birnbacher in der Runde. Tim Burke ist der Nächste. Auch der kommt hier nicht ungeschoren davon. Und im schnellen Wechsel der Ereignisse sind wir drüben beim nächsten Norweger, Henrik Labylund. Ähnlich schnell wie Andreas Birnbacher hier unterwegs und auch bei 8:12, 8:13 im Anschlag. Und der könnte im Bereich des Spitzenmannes von Lowell Bailey sein. Henrik Labylund, 4-mal eingesetzt in diesem Winter im Weltcup. Im französischen Le Grand Bornand auf Rang 13, das war das Beste. Und hier der Vorjahressieger, ein Antholz-Experte.
Ja, fehlerfrei und noch einmal ein bisschen schneller könnte jetzt der neue Spitzenreiter sein. Simon Foucault bereits beim Stehenschießen. Immer noch auf Rang 2 geführt beim Liegendanschlag. Ja, sein bestes Rennen in diesem Winter, das steht jetzt schon fest. Simon Foucault auf dem Weg zu olympischer Form. Und Jakub Fack, wie weit hat ihn seine Magenverstimmung zurückgeworfen, geschwächt? Er fühlt sich offenbar stark genug, um anzugreifen vorn. Das hat sein Trainer gesagt, das ist das einzige Ziel. Wenn er sich in der Lage fühlt, um die ersten drei Plätze zu rennen, dann startet er ansonsten nicht. Und das sieht nicht schlecht aus. Also jetzt viele da im Sekundenbereich an der Spitze. Anton Schipulin, neuer Spitzenreiter. Und Jakub Fack mit nur 4 Sekunden Rückstand auf Rang 4. Möchte natürlich ungern auf die Weltcup-Punkte verzichten. Der Slowene liegt ja in der Gesamtwertung auch ganz gut platziert. Und auch hier heute hängt natürlich ein Verfolgungsrennen dran. So, der Meister kommt, der Antholz Matador, vorhin gesagt, 16 Erfolge. Sein allererster Sieg gelang ihm hier in Antholz. Es war im Jahre 1996, man mag es kaum glauben. Es war ein Sieg über 20 Kilometer. Und auch der 50. war einer in Antholz. Im Moment hat er fast 100. Der Wahnsinn. Sehr gut zu sehen. Pech beim 4., Glück beim 5. Beide waren sie tief. Der eine hat das Ziel nicht erreicht, beziehungsweise das Geschoss nicht mit genügend Wucht, um einen kleinen Motor auszulösen, der dann eine weiße vor die schwarze Scheibe bringt. Meter 23, das ist Alexander Loginov, einer aus der jungen Garde der Russen. Lapshin, Slepov, Loginov. Riesen Reservoir, aus dem die schöpfen. Da fällt es gar nicht auf, wenn Ustjugov und Malischko heute nicht da sind. Allerdings zwei Fehler für den 21-Jährigen, damit keine guten Karten für die Verfolgung. Der hier, Björn Ferry, ist eigentlich immer gut in Antholz. Schafft hier seinen ersten Weltcup-Sieg, aber auch gleich mit dem ersten Fehler hier beim ersten Schießen. Gelaufen ist er riesig. Und hier wird nebenbei alles aufgezeichnet, um dann bei der abendlichen Besprechung auf die Fehler zu schauen. Björn Ferry, einer der längsten, hier mit 1,95. Wir warten auf Simon Eder, bestplatzierter Österreicher im Gesamtweltcup als 5. Klasse Angangszeit, und zwar hinter seinem Landsmann Landertinger. Also der Optimismus von Remo Krug offenbar begründet. Vor allen Dingen, was die Laufform anbelangt, hat er gestern auch verkündet, dass die wirklich richtig gut ist. Arndt Peiffer, Weltmeister auf dieser Strecke im Jahre 2011. 5 seiner 6 Weltcup-Erfolge im Sprint geschafft. Das ist reine Statistik. Das zeigt, was er für ein Guter ist. Im Moment sucht er nach seiner großen Form. Achten Sie mal drauf. Er schießt im Prinzip durch, ohne zu zwinkern, normalerweise. Klasse Schießen, und einmal hat er gezwinkert nach dem ersten Schuss. Das war die Ausnahme von der Regel. Ansonsten war das hier ein klasse Schießen von Arndt Peiffer. Und Landertinger, schnellster bei der Zwischenzeit. Wie schnell beim Schießen und wie gut. Bleibt zurück hinter Arndt Peiffer, denn schauen Sie links unten, der führt jetzt hier. Lowell Bailey jetzt schon beim Stehendanschlag. Der Mann, der nach dem Liegenschießen immer noch auf Rang 3 geführt wird. 9 Sekunden hinter Arndt Peiffer.
Ach, ärgert sich, zwei Fehler. Klar, das ist deutlich zu viel. Fredrik Lindström. Alle, die hier knapp über 8 Minuten angekommen und mit dem Schießen beginnen, gehören zu den schnellsten. Aber nur wenige sind hier bisher fehlerfrei durchgekommen von den Guten. Lindström muss zweimal in die Runde und Martin Foucault hat sich in die Startgruppe 3 auslosen lassen. Ich denke mal, er liegt damit richtig. Die geht allerdings bis Startnummer 80. Es hätte ihn auch weiter hinten hin verschlagen können. Allerdings, der kann bei jedem Wetter. Will Bailey ärgert sich vor allen Dingen über den letzten. Da war er wieder, der letzte Schuss, der daneben geht. Ein richtig gutes Resultat damit dahin. So, Zwischenresultat nach dem ersten Schießen. Da haben wir es wie aufs Kommando. Arne Pfeiffer, das gab es in diesem Winter noch nicht, führt. Und zwar deutlich vor Anton Schipulin und Loyal Bailey. Der Bulgare auf dem 4. Platz, kleine Überraschung. Simon Foucault, der führt momentan nach dem 2. Schießen. Andy Birnbacher mit einem Fehler. Fast 33 Sekunden zurück, also mehr als eine Strafrunde hinter Arne Pfeiffer, der offenbar heute auch in der Spur richtig gut unterwegs ist. Das ist ein Blick auf die berühmte Huberalm, die normalerweise geprägt ist von Sonnenschein und Biergärten. Heute von Schneefall. Und vielleicht hat Arne Pfeiffer ja rechtzeitig 3 Wochen vor dem großen Ereignis seine Form gefunden. Schauen Sie auf die Laufzeit von Simon Eder. Noch mal schneller als die schnellsten bis hierher. Sein Vater übrigens, Alfred, jahrelang auch Trainer der Österreicher, gewann hier in Antholz die erste WM-Medaille für Österreich überhaupt. 1976 war es. Hier und heute ist Sohn Simon dran. Gewohnt schnell, aber mit einem Fehler. Andreas Birnbacher jetzt mit weiteren 2 beim Stehenschießen. Das ist wirklich schade. Ja, seine große Stärke in den letzten Jahren, das Stehenschießen. Er schafft es nicht, alles zustande zu bringen, was er sich vorgenommen hat. Und vor allen Dingen beim Stehenschießen hapert es. Daniel Böhm hat parallel geschossen. 0, Sie sehen es hier. Der hatte sich allerdings 2 Fehler beim Liegenschießen geleistet. Läuft jetzt raus mit 50 Sekunden ungefähr, sogar ein bisschen mehr Rückstand auf den führenden Simon Foucault. Lukas Hofer, der Italiener hier, blitzschnell fertig mit dem Schießen. Ohne Fehler. Wollte unbedingt dabei sein vor seinem Publikum hier in Antholz. Auch er leicht angeschlagen, war erkältet in den letzten Tagen. Allerdings wollte er unbedingt starten, ganz im Gegensatz zu seinem Mannschaftskameraden Dominik Windisch. Erster Zielanlauf, Simon Foucault, und das wird schon mal eine Hausmarke. Die musste erst mal knacken. Das wird auf jeden Fall ein richtig gutes Resultat. Vielleicht wieder Top 10, wie zuletzt in Ruppolding. Genaueres dann später, denn es kommen noch 100. Fakt, der Erste, der ihn hier unterbieten kann. Gesagt, fast getan. Der Letzte, der 10., die erste Niete für den Slowenen, für Jakob Fak. Das ist bitter, gerade durch seine Viruserkrankung, die ihn geplagt hat und dann die Magenverstimmung echt geschwächt. Hätte er gern wahrscheinlich verzichtet auf die Strafrunde. Und wir sind gespannt auf die Zwischenzeit von Martin Foucault. Hinten der Mann im gelb-roten Trikot, das ist er. Vorne mit der 28, das ist Landertinger. Ja, und ähnlich schnell hier in der Angangszeit wie Lokalmatador Lukas Hofer. Und der gehört bekanntlich zu den Schnellsten. Björn Dahlen mit einem Fehler beim ersten Schießen, lag da auf Rang 11. In etwa im Bereich von Andy Birnbacher.
Und da kommt Arndt Peiffer, bislang nur unterboten nach dem ersten Schießen von Lukas Hofer. Allerdings gleich um 11,7 Sekunden. Die Strecken schwierig, vor allen Dingen durch die Höhe, aber auch durch das Profil. Ulana Björntal. Drei Fehler. Da hat er sich deutlich mehr ausgerechnet. Hatte ja zuletzt Ruppolding ausgelassen. Genauso wie Martin Foucault. Und wollte unbedingt beim letzten Weltcup vor Olympia dabei sein. Und Mesotic hier, einer der absoluten Antholz-Experten. Und das stellt er hier einmal mehr unter Beweis. Einer der Dauerbrenner im Feld. Daniel Mesotic. Jahre alt und noch kein bisschen langsam, wie wir hier sehen. Nur 12,6 Sekunden zurück nach dem ersten Schießen hinter Lukas Hofer und eine Sekunde hinter Arndt Peiffer. Den erwarten wir hier jede Minute. Gestartet mit der 27 erstmal Björn Ferry. Zeigt, dass es geht und attackiert hier die Zeit von Simon Foucault und wird sie sicherlich auch unterbieten. Also trotz des einen Fehlers beim Liegenschießen schneller in der Spur und zwar deutlich als der Franzose. Vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass er eine etwas höhere Startnummer hat und ein bisschen des Schnees, des Neuschnees schon geräumt war. Simon Schemp. Zuletzt der beständigste der Deutschen, was die Platzierungen anbelangte, in Ruppolding am weitesten vorn zu finden. So, vorn der Bulgare Anev, aber dahinter mit der 27, der ist auch schon da, Arndt Peiffer. Der Bulgare macht das gut, Arndt Peiffer jetzt auch mit dem ersten Treffer. Das ist wunderbar. Das ist das beste Rennen des Arndt Peiffer in diesem Winter. Das waren zwei wunderbare Schießeinlagen. Zweimal alles getroffen. Der Bulgare Arnav vor ihm auch mit null Fehlern weg. Aber Arndt Peiffer wird der neue Spitzenmann nach diesem Stehenschießen sein. Endlich, endlich. Wird er sich selbst sagen, da ist sie wieder, seine Sensationssprintform, in der er schon 5 Weltcup-Erfolge gefeiert hat. 22 Sekunden Vorsprung auf Björn Ferry und Krasimir Arnav, den Bulgaren. Und jetzt Martin Foucault. So schnell war bis hierher noch keiner. Er schießt langsamer als die meisten anderen und auch schon einen Fehler. Die gesamte letzte Woche hier oben trainiert in Antholz, gemeinsam mit seinem Trainer, mit Siegfried Mazé. Aber so richtig geholfen hat es ihm heute nicht, denn zwei Fehler stehen da bei Martin Foucault und fehlerfrei beim Stehenanschlag Dominik Landertinger. Und dennoch 17 Sekunden hinter Arndt Peiffer zurück. Also in der Spur etwas schneller der Österreicher, beim Schießen etwas schwächer. Mit der 18 hier mittendrin, Anton Schipulin, der Vorjahressieger. Da triumphierte seine Schwester bei den Frauen und er bei den Männern. Sie gestern 16. Er im Moment 3. Und man sieht es, die Strecke ist stumpf. Der Neuschnee macht es nicht schneller und nicht leichter auf der Strecke. Jakob Fack. Zwischenzeit bei Kilometer 8,8. Schauen Sie links unten. Da steht Green aus Kanada und das ist eine faustdicke Überraschung. Den haben wir überhaupt noch nicht gesehen, den Kanadier. 2x0 geschossen und offenbar auf der Schlussrunde richtig gut unterwegs. Startnummer 10
Der ist schon im Ziel und führt auch dort vor Simon Foucault. Also ähnliche Überraschungen wie gestern. Susan Dunkley, die Amerikanerin. Oder Anaïs Bescon. Arne Pfeiffer nach dem zweiten Schießen vorn. Da Brandon Green mit fast 30 Sekunden Rückstand auf Rang 6. Also, die müssen wir im Auge behalten. Der Kanadier offenbar auf der letzten Runde wie auf Flügeln unterwegs. Und Arne Pfeiffer, der macht Spaß. Sprint 5. in Östersund, gleich zu Beginn des Winters, Anfang Dezember letzten Jahres. Das war sein bislang bestes Resultat. Und dann ging es auf und nieder, aber immer in den Bereichen zwischen 20 und 30. Und nicht da, wo er es eigentlich hätte. Lukas Hofer. Unverschämt schnell bis hierher. Schnauft nochmal viermal durch, dann stimmt der Anschlag. Und jetzt könnte er Pfeiffer attackieren. Fehler Hofer, der Mann, der die Waffe am schnellsten auf den Rücken bugsiert. Wahnsinn. Im Ziel Henrik Labylund und dahinter Andreas Birnbacher. Der Norweger zweiter erster Mal hinter dem starken Kanadier Brandon Green. Birnbacher neunter, Daniel Böhm auch schon im Ziel auf Platz 10. Ja, ziemlich groggy. Der Schlechinger, drei Fehler, ist natürlich zu viel, was seine Ansprüche anbelangt. Auch die Ausgangsposition für die Verfolgung nicht optimal. Und er hier der neue Spitzenreiter bei Kilometer 8,8, Björn Ferry. Nächsten im Ziel, Schipulin schafft die Vorgabe von Green ebenfalls nicht. Ist erstmal Dritter. Also dickes Ausrufezeichen durch Brandon Green und jetzt kommt Jakub Fack. Auch der ist jetzt schon an der Zeit von Green vorbei. Auch die von Labylund wird er wohl knapp verfehlen, der Slowene. Auch er erstmal Dritter, 11,8 Sekunden Rückstand, aber gute Ausgangsposition für die Verfolgung, denke ich mal, in jedem Fall. So, und jetzt gleich die nächsten Startnummern, auf die wir im Ziel achten. 24 Ferry, 26 Arnef, 27 Pfeiffer. Und ausgeschieden ist mit der 10 Brandon Green. Aus dem Rennen, das heißt, er ist durch. Quatsch, ausgeschieden. Er ist im Ziel und mag sein Glück kaum fassen. Und jetzt die nächsten, um mit den besten Karten den Kanadier vorn runter zu schubsen. Arne Pfeiffer. Bei der letzten Zwischenzeit auch Landertinger und Ferry noch vor Brandon Green. 3 Sekunden hinter dir, 3 Sekunden, auf geht's, Kim. Simon, 12 Sekunden auf die Spitze, hopp. Kim, auf geht's, Jungs. Fritz Fischer mit der Motivation braucht der Arndt eigentlich gar nicht. Und Björn Ferry, der Mann, der hier immer so gut zurechtkommt in der Höhe, der längste im schwedischen Team. Der hier vor 6 Jahren seinen ersten Weltcupsieg schaffte. Das war damals ein Verfolgungsrennen. Da war er im Sprint 6. und rauschte dann auf Rang 1. Und es kommen weitere Anwärter auf vordere Plätze mit der 40. Daniel Mesutic. Die Höhe und die Strecke fordern ihren Tribut. Gleich die ersten beiden daneben. Das heißt, auch seine Aussichten für heute. Und das Treppchen sind futsch. Drei Fehler, ungewohnt für Daniel Mesutic. Björn Ferry hat sich einen geleistet. Und er wird der neue Spitzenreiter im Ziel sein. Auch wenn es am Ende noch knapp wird. Denn dieser Kanadier, der hat eine phänomenale letzte Runde hingelegt. Ferry mit einem Fehler. Der Kanadier mit 0 Fehlern. Der Schwede wird erst einmal an die Spitze gehen. ...5,5 Sekunden, es ist knapp geworden, aber verdient, denn auf ihn ist Verlass hier in der Höhe.
springt hier für den erkrankten Karl-Johan Bergmann mit in die Bresche, der heute leider nicht dabei sein kann. Und mit der 27, Arn Peiffer, das ist jetzt der Nächste, auf den wir achten. Krasimir Anev, den Mann mit der 26, hat er auf der Strecke schon hinter sich gelassen. Auch der ja fehlerfrei unterwegs und mit einer guten Leistung. Schafft es Arn Peiffer zum ersten Mal aufs Treppchen. Es wäre bei den Männern das zweite Mal überhaupt in diesem Winter. Und die dritte deutsche Podiumsplatzierung. Noch ist es früh im Rennen. Hinter ihm mit der 61 Simon Schemp, der fährt erst zum Schießen. Arn Peiffer auf dem Weg zu einer fantastischen neuen Bestleistung. Noch eine Rechtskurve, dann hat er's. Angefeuert von vielen tausend deutschen Fans. Arn Peiffer mit dem Rennen dieses Winters. Der wird hier klarer Spitzenreiter. Tolle letzte Runde nochmal, die er hingelegt hat. Hat den Kanadier da auch noch deutlich abgenommen und bleibt hier als Erster unter 25 Minuten. Sensationell, Arn Peiffer. Ganz wie alten Tagen. Simon Schemp auf dem besten Wege, in seine Fußstapfen zu treten. Auch eine super Serie. Im Bereich von Lukas Hofer unterwegs und der führt ja hier nach dem ersten Schießen. Es sind jetzt noch ein paar Meter bis hin zur Zeitnahme, also ganz schafft er den Italiener nicht. Aber wird hier vor Arn Peiffer Zweiter nach dem ersten Schießen sein. Also offenbar beflügelt von der Vorstellung der Andrea Henkel gestern. Die deutschen Männer heute erstklassig unterwegs. Arn Peiffer 2x0, Simon Schemp 1x0. Der Andi Birnbacher und Daniel Böhm allerdings lief es nicht ganz so gut. Der Fünfte am heutigen Tag, Startgruppe 3, Christoph Stephan. Läuferisch auch in sehr guter Form. Einer, der die Höhe mag, der hier seinen einzigen Weltcupsieg überhaupt geschafft hat. Hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich in den letzten Jahren, geprägt von vielen Auf und Abs. Mehr Abs dabei. Immer noch sehr schnell unterwegs, Martin Foucault. Und das, obwohl er zwei Scheiben verfehlt hat beim Liegenschießen. Der Mann steckt niemals auf, ähnlich wie Daria Domracheva gestern, die zwei Scheiben verfehlt hat und am Ende sogar noch Dritte wurde. Auch Martin Foucault ist noch einiges zuzutrauen. Der ist ein super schneller Skater und das ist sein Trainer Siegfried Mazé, der hier in der letzten Woche mit ihm trainiert hat. Schauen wir auf die Zwischenzeit von Martin Foucault. Wo reiht er sich ein? Auf Rang 9 und Andi Birnbacher jetzt bei Christian Dexner. Ja, und jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, jemanden zu fragen, wie es denn auf der Strecke ist. Es sieht ja wahnsinnig schwer aus durch den Schneefall. Wie ging es Ihnen draußen? Ja, es war wirklich so schwer. Also die Tage jetzt war es schnell im Training. Und heute natürlich der Neuschnee macht es unglaublich stumpf. In der vorderen Gruppe war es sicherlich kein Vorteil heute, weil es immer glasiger wird auf der Strecke. Also wird hinten raus jetzt schneller. Ja, in der Höhe ist es natürlich immer schwierig. Und wenn solche Verhältnisse dann dazukommen. Wirkt sich das auch aufs Schießen aus? Ja, man kann schon treffen. Bei mir war es halt so, ich bin mit der Höhe nicht hundertprozentig zurechtgekommen. Ein bisschen Kopfweh gehabt auch am Start schon. Und ja, vom Schießen her war es trotzdem eigentlich nicht so optimal stehend. Nächste Chance morgen, danke. So, und gleich könnt ihr im Stadion richtig laut werden, denn einen italienischen Sieg hat es hier in Antholz schon ganz, ganz lange nicht mehr gegeben. Lukas Hofer hat es noch in der Hand. Bei der letzten Zwischenzeit noch immer knapp vor Arn Peiffer. 3,5 Sekunden waren es da noch. Und jetzt ist er in Zielnähe. Lukas Hofer, der Mann, der hier zu Hause ist, der hier trainiert im Sommer wie im Winter, der hier jeden Zentimeter kennt. Der Mann, der hier auch mal für gute Stimmung sorgt, der auf der Ziacha spielt, auf der Ziehharmonika, der heute sein Rennen abliefert in diesem Winter, genauso wie Arn Peiffer. Und schauen Sie auf die Zeit. Peiffer 24,49. In etwa gleich stark Lukas Hofer. Zuletzt waren die beiden getrennt durch 3 Sekunden. Wer war der Schnellste auf den letzten Metern? Hofer oder Peiffer? Hofer oder Peiffer? Es sieht nach Hofer aus. Der könnte hier ganz knapp in Führung gehen. Donnerwetter! Italienische Führung in Antholz. Lukas Hofer vor Arn Peiffer und Dominik Landertinger.
Meine Herren, was für ein Rennen an Dramatik. Steht es dem gestrigen überhaupt nicht nach. Es ist der helle Wahnsinn. Jetzt kommt Simon Eder, deutlich geschlagen der Österreicher am heutigen Tag. Der zweite hinten ist es. Mit zwei Fehlern hast du heute keine Chance, im Konzert der Besten mitzuspielen. Und einer hat noch gar nicht angefangen. Erik Lesser. Der stärkt sich noch mal. Gibt's ein Gel aus der Tube oder aus der Tüte. Hat den kleinen Vorteil, dass er die Bedingungen schon kennt. Und Lukas Hofer, der Junge hat einen Pfund drauf. Leicht erkältet in dieses Rennen gegangen. Was soll man dazu sagen? Es war die richtige Entscheidung. So, hier weiterer Italiener von den Kollegen der Regie. Fast folgerichtig eingefangen, denn der Mann heißt Taschler. Mit Vornamen Daniel ist der Sohn des OK-Chefs hier von Gottlieb Taschler. Wird schwer, sein Ziel zu erreichen. Der will unbedingt die Verfolgung des morgigen Tages schaffen. Dazu müsste er heute unter die besten 60 kommen. Der Auftakt schon mal nicht optimal mit seinen zwei Fehlern. Und hier das Zwischenresultat. Lukas Hofer also in der Spur unfassbar schnell gewesen. Führt vor Arndt Peiffer und dem Österreicher Landertinger. Arndt Peiffer Deutschland und Dominik Landertinger Österreich. Simon Schendt nach dem ersten Schießen nur 6,7 Sekunden zurück hinter Lukas Hofer. Macht hier heute auch ein vorzügliches Rennen. Hat ein bisschen verloren, 13,6 Sekunden sind es hier. Aber Simon, jawohl! Platz 2, 13 auf 1 und 3 vom An. Geil, sauber! Jawohl, super Rennen! Hopp! Alexi Boeuf, für die Franzosen auch eher durch zwei Fehler jetzt schon aus dem Rennen geworfen. Gestern der Überraschungssieg von Anaïs Bescon. Heute sieht es im Moment nicht nach einem französischen Triumph aus. Auch Jean-Guillaume Beatrix, der fehlerfrei geblieben ist, hat keine Chance, die Führenden anzugreifen. Gerade so vom Überraschungsmann vor Brandon Green. 2,4 Sekunden vor dem Kanadier auf Platz 5. Und los geht's für Erik Lesser. Startgruppe 4. Muss heute kein Nachteil sein. War auch gestern keiner. Die Bedingungen sicherlich heute fast durchgängig gleich. Nur für die Ersten. Da war es ein bisschen schwieriger. Also für Daniel Böhm und für Andy Birnbacher. So, jetzt bin ich gespannt, was der noch im Tank hat hier. Martin Foucault. Nach ganz vorn dürfte es Anni nicht mehr reichen, denn zaubern kann auch er nicht. Aber hat schon ein paar Plätze gut gemacht, ist jetzt Vierter, Rückstand 22 Sekunden. Wir erinnern uns, nach dem Stehenschießen waren es 30. Also macht Boden gut auf Arndt Peiffer, der nach dem zweiten Schießen noch in Führung lag. 3 Sekunden vor Lukas Hofer. Italiener mit der bislang stärksten Schlussrunde. Das sind dann noch mal knapp 3,3 Kilometer nach dem zweiten Schießen. Da ist eine Menge aufzuholen. Über mangelnde Spannung können wir uns heute wahrlich nicht beklagen. Lukas Hofer, der seinen größten Triumph feierte im Jahre 2011, als er WM-Bronze im Massenstart gewann. Der kann es hier heute tatsächlich nach ganz oben schaffen. Johann Passler, der große alte Italiener, war der Letzte, der hier mal gewann. Und das ist schon etliche Jahre her. Das wäre ein Hammer, ein italienischer Erfolg in Antholz. Das hat das Tal lange nicht gesehen. So, wir achten natürlich ganz besonders auf Simon Schendt. Der hat zwar ein paar Sekunden verloren auf der zweiten Runde, aber das könnte er durch ein weiteres fehlerfreies Schießen alles wieder ausbügeln. Stehend wie gehabt von rechts nach links. Ja, einmalige Serie, wiederum sehr gut von Simon Schendt. 16, 47, 48. Der läuft jetzt gegen die Zeit von Arndt Peiffer und wird sie vielleicht sogar knapp unterbieten können.
Jetzt muss er hier noch ein paar Meter rum. Dann bleibt die Zeit stehen. Und es gibt nach dem zweiten Schießen eine deutsche Doppelführung. Simon Schemp vor Arndt Peiffer. Und jetzt noch 3,3 Kilometer Vollgas für Simon Schemp. Und noch haben wir zwei Eisen im Feuer. Christoph Stephan beim ersten Schießen. Auch er mit einer tadellosen ersten Serie. Und im Ziel Martin Foucault. Hat noch einiges gut gemacht, aber unter die ersten drei kommt er heute nicht. Der Mann im gelben Trikot, der Weltcup-Führende, der Mann im roten Trikot, der auch auf der Einzelstrecke, auf der Sprintstrecke momentan der Beste ist. Im Ziel heute nur auf Rang 4. Christoph Stephan, 15. nach dem ersten Schießen. Und Martin Foucault hat sich komplett verausgabt. Vor ein paar Tagen ist er 28 geworden. Glückwunsch. Auch er schon mit einem Top-10-Rang in diesem Jahr. Und heute hat er reichlich Glück, reichlich Gelegenheit, die Faust zu ballen da. Fritz Fischer auf der Strecke. Denn neben Simon Schemp und Arndt Peiffer jetzt auch Christoph Stephan erstmal fehlerfrei beim Schießen. Und na klar, die Regie zeigt uns immer wieder Lukas, genannt Luki Hofer, der hier Geschichte schreibt im Andholzer Tal. Denn es wird schwer für all die, die noch kommen, da noch ran zu laufen. Simon Schemp wäre der, der die Chance hat, denn der führt nach dem zweiten Schießen mit 3,9 Sekunden Vorsprung auf Lukas Hofer. Aber dessen letzte Runde durften wir miterleben. Simon Dithieu nähert sich, der Mann mit dem adligen Namen. Der ein oder andere wird sich fragen, warum spricht man das S da nicht? Das ist wie bei uns von, also aristokratische Herkunft. Dieses D, das zeigt an, er ist von adliger Herkunft, wenn wahrscheinlich das auch schon eine Menge zurückliegt. Schade, clever vor dem dritten gewartet, den hat er dann auch ins Ziel gebracht. Und Enttäuschung bei Siegfried Mazet. Denn das heißt für Simon Dithieu keine Chance, nach vorn zu laufen. Der lag richtig gut im Wettbewerb. Erik Lesser, bis zum heutigen Tag der einzige aus dem deutschen Team, der einmal auf dem Treppchen stand, in der Verfolgung von Le Grand Bornand am letzten Weltcup des alten Jahres. Jawohl, sauber. 13 auf 1, 15 auf 1, hoppa, hopp! Also Fritz Fischer, der Mann, der die Rückstände mitteilt. 15 auf 1. Beginnt da nicht allzu forsch, der Erik Lesser. Und wir sehen Martin Eng, einen weiteren aus dem norwegischen B-Team. Fast alle sind sie relativ erfolgreich im IBU Cup unterwegs momentan. In der sogenannten zweiten Liga. Er ist dort in der Gesamtwertung im Augenblick Fünfter. Fehler für den Norweger und Sie sehen unten, der Russe Lapschin hat sich da auch noch mal ins Gespräch gebracht mit der hohen Startnummer 75. Einer aus der jungen Garde, nur 5 Sekunden hinter Simon Schemp nach dem ersten Schießen. Und natürlich auch er hier, Andrei Makoveev, hat seine Chance. Darf zum ersten Mal im Weltcup mitmischen. Kommt mit einem Sieg aus dem IBU Cup. Fehler Makoveev, das heißt, der ist raus und gute Nachrichten von der Strecke, Kilometer 8,5. Und es führt immer noch Simon Schemp, aber nur noch mit der Winzigkeit von 0,3 Sekunden vor Lukas Hofer und 3,8 Sekunden vor Arndt Peiffer.
Also der Italiener hat offenbar Flügel bekommen auf dem letzten Abschnitt. Simon Schemp kämpft, hat den kleinen Vorteil, dass er die Zeiten kennt. Aber irgendwann ist der Akku leer. Noch hat er diesen winzigen Vorteil von 0,2 Sekunden. Ganz klasse Vorstellung von Simon Schemp. Und wir haben den momentan führenden Lukas Hofer bei Christian Dexner. Ja, und der hat eben natürlich hier bei uns auf den Monitor auch geschaut. Lukas, erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem tollen Rennen. Was glauben Sie denn? Wer steht am Ende ganz vorne? Sie oder der Simon? Ich weiß aber, jetzt sind wir beide vorne dran. Wir sind beide von Erdinger. Also ich vergönne es ihm vom Herzen auch. Wäre schön für mich hier zu Hause auf dem ersten Platz zu sein. Aber es war wirklich ein super Rennen heute. Ich muss sagen, die Skimänner. Ich kann mich nur bedanken. Es war ein Wahnsinn. Ich hatte noch nie solche Skier. Es ging wie, ja, wie auf dem Eis. Es ging immer wie Butter dahin. Dann schauen wir mal, was der Simon macht. Vielen Dank. Zunächst mal Erik Lesser, unser sechster Mann im Rennen, als letzter gestartet mit der 90. Ein Fehler, schade drum. Denn dieser eine kann heute schon bedeuten, du bist raus aus den Top 10, denn die Leistungsdichte enorm und er hier ist mittendrin im Kampf um den Sieg. Simon Schemp, zuletzt in Ruppolding, gehandicapt durch einen Sturz. Da wurde er Neunter über 20 Kilometer und in der anschließenden Verfolgung in einer großen Gruppe als Elfter im Ziel auch wieder bester Deutscher. Heute hat er die Chance, genauso wie Arndt Peiffer aufs Treppchen zu springen. Stand im Ziel, Hofer, Peiffer, Landertinger. Und er hier kann diese Reihenfolge noch durcheinander wirbeln. Simon Schemp, 25, der Mann aus Uhingen. Seit 2008 lebt und trainiert er in Ruppolding. Hat jetzt viele, viele Informationen bekommen auf der Strecke. Nicht nur von Fritz Fischer. Und da haben wir Timofey Lapschin, den Mann, der auch noch eingreifen kann vorn. Schießt er Null, ist er auch noch mittendrin im Rennen um Platz 1. Da fast 1A Schießeinlage. Der letzte Schuss bei Lapschin ging daneben. Und es gibt immer noch welche, die eine Chance haben, das Treiben verrückt zu machen. Friedrich Pinter, 93. Die Strecke hält. Auch er hier sehr schnell unterwegs. Null Fehler und in Zielnähe jetzt Simon Schemp auf den letzten Metern. Rang 5, das Beste, was er in diesem Winter geschafft hat. Heute geht es weiter nach vorn. Lukas Hofer schaut, wer hat das bessere Ende für sich. Es geht um Sekunden, es geht um Zehntel. 24, 44, 9, das ist die Ziffernfolge, die es zu schlagen gilt. Und das wird ganz, ganz eng. Simon Schemp steht vor dem ersten Triumph dieses Winters. Schafft er es oder schafft er es nicht? Er schafft es nicht. Doch, 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 er schafft es. Simon Schemp, eine Wahnsinnseinlage auf den letzten Kilometern. Immer am Rande der Zeit von Lukas Hofer. 0,3 Sekunden sind es am Ende, die beiden trennen. Was für ein Wimpernschlagfinale. Zuletzt 0,2, am Ende 0,3. Herrlich. Herrlich. Und er kann drüber lächeln, Lukas Hofer. Nix ist es mit dem ersehnten Sieg der Italiener vor eigener Kulisse. Im Moment ein fantastisches Ergebnis für deutsche Farben. Erster Schemp, dritter Peiffer und dazwischen der Lokalmatador Lukas Hofer. Es ist unfassbar. Erst passiert eine ganze Weile gar nichts und dann vielleicht zwei auf dem Podium. Ein bisschen Luft anhalten, vielleicht nach Christoph Stephan. Da machen wir eine kleine Pause. Schade drum, auch der hier noch richtig gut unterwegs in der Spur. Jetzt muss er abbiegen. Eine Strafrunde, Christoph Stephan, und wir holen kurz die Luft. Stromrechnung, zwei Löcher rein, ab in Ordner, Thema erledigt. So war's mal. Heute gibt's zur Energie mehr Fragen. Sag mal, Eon, wenn Strom immer grüner wird, kann sich das überhaupt noch jeder leisten? Hallo Frau Neuner, daran arbeiten wir. Bereits seit 2001 bauen wir Hochseewindparks. Mit immer besserer Technik zu immer niedrigeren Kosten. Unser Ziel? Die Baukosten immer weiter senken. Wir sind zurück mit dem Stehenschießen des vermeintlichen Siegers des Tages. Timofey Lapschin, der Mann, der
noch in seinem Nacken saß. Der hat sich gerade rausgeschossen beim Stehendanschlag. Und das war mal ein Zieleinlauf. 0,3 Sekunden, das ist eine Winzigkeit. Das ist ein Nichts. Vor Lukas Hofer im Ziel. Simon Schimpf mit einer grandiosen Vorstellung. Tobias Arvidsson, der Schnellschütze im Feld, auch mit einer guten Vorstellung. Allerdings an die ersten kommt er heute nicht ran. Unglaubliche Zeiten, die für ihn am Schießstand gestoppt werden. Aber es muss halt beides zusammenpassen und das tat es heute sowohl bei Simon Schimpf als auch bei Arne Pfeiffer. Tja, drücken wir die Daumen, dass es am Ende bei diesem ersten Rang für Simon Schimpf bliebe, denn das wäre sein erster Sieg überhaupt. Einmal war er Dritter, einmal war er Zweiter und heute prangt sein Name ganz oben und es war ganz knapp, es ist verdammt spannend gewesen. Eine tolle letzte Runde von Schimpf, der gegengehalten hat gegen Lukas Hofer, der in der Spur ein Ticken schneller war. Zweitschnellster Lukas Hofer hinter Martin Foucault. Arne Pfeiffer und Simon Schimpf momentan auf den Rängen 4 und 5, was die Laufzeiten anbelangt, aber auf den Rängen 3 und 1 in der Gesamtwertung. Wir sehen Erik Lesser mit einem Fehler nach dem ersten Schießen. Insgesamt ist der Letzte mit Startnummer 104 unterwegs. Simon Dithieu im Ziel und nochmal der Hinweis, sauber in den Anschlag gehen für Erik Lesser, denn der hat gleich noch ein Schießen vor sich, das Letzte für Deutsche Farm am heutigen Tag. Simon Schimpf hat zweimal ohne Fehl und Tadel geschossen, auch relativ schnell. Und vor allen Dingen auf der letzten Runde hat er richtig gegengehalten gegen Lukas Hofer und hat diesen winzigen Vorsprung der letzten beiden Zwischenzeiten ins Ziel gerettet. Vater Rainer, ein Ex-Biathlet und Langläufer, hat ihn einst mitgenommen, als er 13 war, trainiert heute die Nachwuchsbiathleten in Uhingen und wird sicherlich genauso aufgeregt am Fernsehschirm sitzen wie viele andere auch. Denn es sieht so aus, als wenn sein Filius heute zum ersten Mal triumphieren würde. Timofey Lapshin, das ist der Mann mit der 75. Also nicht der, der hier durch ist, sondern der hintere. Hat jetzt schon einen Rückstand von 50,6 Sekunden. Der hatte noch eine Chance nach dem ersten Schießen. Tja, der Schwabe hat heute nicht gegeizt. Mit Treffern und guter Laufleistung. Simon Schimpf mit dem Rennen seiner Karriere. Das ist jetzt schon klar. Bekommt er auch die Glückwünsche gleich vom Doktor und seinen Ausrüstern. Alle sind sie da und gratulieren. So ein Sieg, was ganz Besonderes. Und gerade wenn es der erste ist. Bescheidener Typ, dieser Simon Schimpf. Ist den Schwaben wahrscheinlich so eigen. Gebürtiger Mutlanger, ist also ein waschechter Schwabe und hat hier gerade die Glückwünsche von Lukas Hofer entgegengenommen, dem das bestimmt gleichermaßen leicht und schwer gefallen ist. Denn, na klar, der wäre hier in die Geschichtsbücher eingegangen als Sieger von Antholz. Mehr als 20 Jahre nach Johann Passler. Aber auch dieser zweite Platz von Hofer wird wahrscheinlich gebührend gefeiert und ist nur für den Moment wahrscheinlich enttäuschend. So, André Morawetz hier auch mit einer guten Zeit unterwegs. Null Fehler wie Schimpf und Pfeiffer. Läuferisch allerdings nicht ganz so stark. Immer dieses Hochziehen der Startnummer, das ist schon Ritual bei Erik Lesser beim Stehenschießen. Ist ihm sonst zu rutschig, sagt er. Zwei Fehler gesamt,
zu viel, um ganz vorn mitzumischen. Vielleicht auch zu wenig, um eine richtig gute Ausgangsposition für morgen zu haben, für die Verfolgung. Und die wäre sehr, sehr wichtig für Erik Lesser, der momentan 19. ist im Gesamtweltcup. Und wir haben schon ein, zwei Mal angesprochen, Gesamtplatz 15 nach dem morgigen Verfolger wäre sehr, sehr wichtig. Denn damit hätte der Betreffende die Startplatzgarantie beim Massenstart bei Olympia. Simon Schemp muss noch mal ganz genau hinschauen, denn Friedrich Pinter schickt sich an, ihn noch einmal zum Zittern zu bringen. Beginnt wie Domracheva in der Mitte, schießt dann aber nach rechts. Und dann den Fehler und das Aufatmen ganz bestimmt im Ziel bei Simon Schemp. Sie sind gut drauf, die Österreicher. Auch er hier, Friedrich Pinter, 9 mit der 93, letzter Österreicher unterwegs. Und dann der Tiefschnee, der hier dem Tschechen zum Verhängnis wird. Andrej Moravec, der eben noch im Bild war mit einer Zeit von knapp 50 Sekunden Rückstand auf die Besten. Und wir genießen nochmal diese Vorstellung von Simon Schemp. Die beste nicht nur dieses Winters, wahrscheinlich die beste seiner Karriere. Auf jeden Fall steht am Ende die 1. Gelaufen ist er stark. 5 schnellster in der Spur, nur 26 Sekunden hinter dem Überflieger Martin Fourcade. Geschossen hat er deutlich besser als der Franzose heute, nämlich zweimal fehlerfrei. Und die letzte Runde, die hat er auch noch mal Gas gegeben. Hier die Passler Schikane. Hat gewusst, er muss alles geben, nicht nur im Stehen schießen, sondern auch auf den letzten 3,3 Kilometern. Denn Lokalmatador Lukas Hofer war in Windeseile unterwegs. Er hat allem getrotzt, dem Schneetreiben von Antholz, den Gegnern und sich selbst. Und sich belohnt mit dem ersten Sieg seiner Karriere, Weltcup-Debüt im Jahre 2009. Lange hat es gedauert, aber heute ist es soweit. Erster Sieg für Simon Schemp vor Lukas Hofer. Und weil es so schön ist, gleich noch einer auf dem Treppchen. Arndt Peiffer mit dem besten Rennen der Saison. Bestes Gesamtresultat überhaupt der deutschen Mannschaft. Das soll es erstmal von hier gewesen sein. Jetzt erholen. Biathlon im Ersten präsentiert. Von Erdinger alkoholfrei. Ja, das nenne ich mal Maßarbeit. Gestern Andrea Henkel Zweite und heute die Männer mit Platz 1 und 3. Wir haben alle Podestplätze hier in Antholz für Deutschland vergeben. Aber Glückwunsch natürlich vor allem an Simon Schemp für den ersten Weltcupsieg der Karriere. Das war ein langer Anlauf und heute hat es geklappt. Wie eng war es auf der letzten Runde? 0,3 Sekunden ist sehr eng. Ja, ist sehr eng. Ich bin, glaube ich, am Schießen mit 0,2 oder 0,3 Sekunden auch raus. Und ich hab, als ich auf der ersten Runde war, war der Arndt gerade in der Schlussrunde und ich wusste, dass er schon ganz schön Gas gegeben hat und dass ich mir auch ganz schön auskotzen muss, dass ich nur vorne bleibe. Und ich glaube, wir hatten heute auch richtig gutes Material und zum Glück hat es nur gereicht. Oben an der letzten Zwischenzeit, da hat er Fritz ja zugerufen, Mensch, ganz knapp 0,3. Das wussten Sie ja auch schon, aber das dann noch zu halten, hier hoch dann ins Stadion rein, das ist auch ganz schön knapp bei 1600 Meter Höhe. Ja, definitiv. Also der Zieleinlauf ist nicht so einfach, weil es noch zum Schluss leicht ansteigend ist und dann noch relativ lang flach dahin geht. Und dann noch auf 1600 Meter, da ist man dann im Ziel völlig erschöpft. Ich glaube, Arndt, man kann sagen, heute ging es nur übers Schießen. Also wer heute 2x0 hatte, der war vorne mit dabei, so auch Sie. Glückwunsch zum Podestplatz 3. Was war am Schießstand heute das Ausschlaggebende? Ich meine, die Sicht war möglicherweise ein bisschen beeinträchtigt durch den Schnee? Ja, die Sicht war eigentlich in Ordnung, aber hier in Antholz ist es immer schwierig, stehen zu schießen. Man ist schon ganz schön kaputt und auch heute durch die tiefen Bedingungen auf der Strecke, durch den Neuschnee, ja, da steht man schon ein bisschen wackelig da, glaube ich, im stehenden Anschlag und da muss man sich ganz schön zusammenreißen. Und ich habe auch relativ lange gebraucht heute im Schießen, aber ich wusste eben, dass jeder Fehler hier unheimlich wehtut. Und gerade auf dieser Runde, wenn man eine Strafrunde läuft, hier geht so leicht ansteigend aus dem Stadion raus, da tut die Strafrunde doppelt weh. Und deswegen muss man wirklich zusehen, dass man hier mit der Null rausgeht. Das muss man natürlich immer, aber hier ganz besonders. Man hat es ja gesehen an Fourcade, der zweimal liegend daneben schießt und am Ende auch extrem kaputt war, trotzdem noch recht weit nach vorne läuft. Haben Sie es so im Gespür gehabt die letzten Tage, dass Ihnen das diesmal taugt hier oben?
Ja, das ist immer mit dem Gefühl so eine trügerische Sache. Also ich habe mich auch schon im letzten Jahr nicht so schlecht gefühlt und war, glaube ich, 57. oder so im Sprint. Also man weiß nie so richtig, was es wert ist. Das merkt man erst so in der zweiten Runde ungefähr, ob es langt oder nicht. Aber heute muss ich auch mich Simon anschließen. Wir hatten wirklich richtig gute Ski. Und das merkt man ja von Anfang an. Und das ist natürlich unheimlich wichtig auch für Selbstvertrauen, wenn man merkt, okay, das Brett ist schon mal super. Da geht was. Also Kompliment an die Serviceleute auch. Und Christoph Stephan, der kommt jetzt hier ins Ziel mit Platz 12. Auch noch sehr anständiges Ergebnis. Also auch die mannschaftliche Geschlossenheit ist da. So sieht man jetzt. Können Sie sich freuen auf die erste Siegerehrung ganz, ganz oben? Wie gehen Sie da jetzt ran? Ja, ich freue mich tierisch und habe es lang gebraucht, bis ich mal ganz oben stehe. Und dass es heute klappt, das hätte ich niemals gedacht, weil ich mich heute Morgen eigentlich gar nicht so gut gefühlt habe. Ja, umso schöner ist natürlich. Der erste Platz beim letzten Sprint vor Olympia. Das heißt, jetzt werden alle schreiben, jawohl, der Schemp ist Medaillenkandidat. Ja, also die Formkurve, die geht schon hoch. Zumal es letzte Woche in Ruppolding mit dem Laufen überhaupt nicht geklappt hat. Und heute ging es deutlich besser. Klar ist natürlich, oder gibt auch Selbstbewusstsein für die Olympischen Spiele, wenn der letzte Sprint noch so gut ausgeht. Aber uns jetzt als die Top-Favoriten da hinzustellen, glaube ich, wäre auch vermessen. Es sind zwei andere auf alle Fälle nur da, der Emil Eklis-Svensson und Martin Foucault. Aber trotzdem, glaube ich, wir sind auf der Schlagdistanz, wir sind richtig gut dabei. Und wenn alles gut läuft, kann man natürlich auch vorne mitlaufen. Und Arndt zählt natürlich auch dazu mit dem heutigen Ergebnis. Also, herzlichen Glückwunsch an beide. Viel Spaß bei der Siegerehrung. Danke. Und wir, liebe Zuschauer, sehen uns gleich wieder nach der Tagesschau, dann mit der Analyse durch Kathi Wilhelm. Warum war Simon Schemp heute der Beste? Also, bis gleich live in Antholz. Wir sind live zurück in Antholz, liebe Zuschauer. Und womit? Mit Recht und mit dem Erfolg von Simon Schemp im Sprint der Männer. Sein erster Weltcupsieg. Und Lukas Hofer, der um 0,3 Sekunden geschlagen wurde in diesem spannenden Rennen der Italiener, erfährt in diesem Moment, nein, ich habe es um einen halben Meter umgerechnet verpasst. Und Marc Kirchner, der Herrenbundestrainer, mit dem ersten großen Jubel dieser Saison. Denn es ist der erste Weltcupsieg für die deutschen Männer in dieser Saison, was die Einzelwettbewerbe angeht. Und Kathi, wir wollen das Ganze noch mal genießen und auch analysieren. Zunächst mal deine Einschätzung zur Leistung von Simon heute, ganz allgemein. Ja, es war natürlich fantastisch. Und gerade wo man dachte, Mensch, die Männer, irgendwie wollen sie immer nicht. Im letzten Moment stellen sie sich immer selber an Beinen. Heute haben sie das toll gemacht, haben überzeugt mit einer fantastischen Schießleistung der Simon und der Arndt. Und auch läuferisch waren sie top drauf. Und deswegen haben sie eben auch verdient heute die Podiumsplätze bekommen. Und ich finde es wirklich super. Vor allen Dingen sehr, sehr rechtzeitig vor den Olympischen Spielen. Das ist besonders bemerkenswert. Kehrseite der Medaille möglicherweise, dass man jetzt wieder über hohe Erwartungen weckt. Aber sei es drum, man wollte den Moment genießen. Das tun wir auch nochmal, indem wir uns die beiden Schießen von Simon Schemp im Vergleich anschauen, von Kathi analysiert. Also wie gesagt, Simon hat ja auch erstmal natürlich durch die 2x0 den Grundstein gelegt. Er ist liegend super durchgekommen, auch sehr schnell, hat sehr zügig geschossen. Mittlerweile geht es eben auch nicht mehr mit langsam schießen, 28 Sekunden. Man sieht auch, der Rhythmus hat gepasst. Nach dem ersten Schuss hat er sich ein bisschen Zeit gelassen. So, und dann stehend, er wusste natürlich auch, jetzt geht es hier wirklich um was. Er hatte ja auch schon die Vorleistung der anderen Athleten beobachtet. Und 25 Sekunden da eben dann nachzulegen, ist erstmal sehr mutig. Und er hat das auch fabelhaft gemacht, einen super Rhythmus geschossen. Da kann man kein Zögern erkennen. Und fantastisch. Ja, ist Risiko gegangen. Das ist der berühmte Lattenzaun. Alle Abstände gleich im Stehendanschlag. Und das Trefferbild ist auch immer ganz interessant. Wo verteilen sich die Schüsse? Und das haben wir für Sie nochmal im ersten Schießen, also im Liegendanschlag von Simon Schemp, vorbereitet und aufbereitet. Ja, der erste Schuss ging ein bisschen tief. Auch der dritte nochmal. Auch der fünfte. Aber das macht jetzt nichts. Sag ich mal, das kann auch immer ein bisschen mit dem Schneetreiben zu tun haben. Aber das Wichtige ist ja, es waren alles Treffer und die Scheiben sind gefallen. Und das Glück gehört eben auch dazu. Hättest du ihm wirklich auch zugetraut, dass er auf der letzten Runde oder auf den letzten halben Kilometer diese 0,3 hält auf den Hofer? Weil der hat eine sensationelle Schlussrunde hingelegt.
Gut, der Simon war natürlich in dem Vorteil. Er wusste, um was es geht. Er hat die Rückstände, die Zeitabstände immer bekommen. Aber es war natürlich schon schwer, nachdem er von Ruppolding läuferisch nicht ganz top drauf war und der Hofer hier eine fantastische Schlussrunde gemacht hat. Aber er hat gebissen, er hat gekämpft und das ist eben schön, weil er hätte ja auch sagen können, okay, ich habe jetzt auf dem ersten Abschnitt schon doch ein paar Sekunden verloren, zwei vielleicht, und das verliere ich jetzt hinten raus dann eh nochmal. Aber er hat an sich geglaubt und hat das Ding nach Hause gelaufen. Schauen wir schnell nochmal alle Laufzeiten an. Wer war heute der Schnellste in der Spur? Und ich glaube, da hat auch Mateo Forcat nochmal einen hingelegt. Da sehen wir es klar. Trotz zweier Fehler Platz 4 am Ende. Aber gar nicht so dominant wie sonst, nur 4 Sekunden. Aber wie gesagt, Arndt eben schon auf 4 und Simon auf 5 mit 25 und 26 Sekunden Rückstand. Auch die anderen Deutschen gut dabei, auch Christoph mit 38 Sekunden. Also sie sind wirklich in Form und mit der Null im Sprint sind wir dabei. Wir sind einen noch schuldig, das ist Erik Lesser. Der ist ins Ziel gekommen am Ende als 18. Das sehen wir hier auch nochmal. Auch noch eine tadellose Leistung, in die Top 20 zu kommen. Und eine Information von den Kollegen. Vielen Dank dafür, dass Christoph Stephan erkältet ist. Er verzichtet somit dann auf den Start in der Verfolgung. Aber wir freuen uns natürlich jetzt über diesen Sieg von Antholz für Simon Schemp. Kathi, vielen Dank für die Einschätzungen. Die Jungs können gleich aufs Podium hoch und feiern. Und wir haben eine nächste Station, die Sieger.